Ja, herzlich willkommen. Ich bin vom FabLab Lübeck und ich habe mir mal gedacht, da ich auch im Repair-Café Bad Schwartau bin, eigentlich habe ich Bock, voll Bock, selber ein Repair-Café zu starten. Deswegen habe ich rumgefragt und habe dann meine Kollegen gefragt im FabLab, wie sieht's aus, habt ihr nicht Bock? Und dann haben wir gesagt, jo, das haben wir. Also wollen wir jetzt ein eigenes Repair-Café. Wir haben jetzt mittlerweile 4 Stück in Lübeck, aber beziehungsweise jetzt mit uns 4. Deswegen, warum überhaupt ein eigenes? Deswegen, wir haben sehr viele Maschinen. Wir haben halt 3D-Drucker, Lasercutter, Drehbank, Portalfräse, Elektrowerkstatt, Metallwerkstatt, Holzwerkstatt, etc. Wir haben so viele Maschinen. Dann können wir das auch mal so nutzen. Haben Wissen, wir haben viele Ingenieure, wir haben Handwerker, wir haben Studenten, Heimwerker, alles Mögliche. Und der Standort ist natürlich ganz gut, weil im Hochschulstadtteil in der Umgebung ist es gar kein Repair-Café. Dementsprechend hatten wir uns gedacht, ist vielleicht auch ganz gut. Ja, was wird repariert? Ja, eigentlich alles, was so durch die Tür passt. Also von IT-Geräten, sämtliche Smartphones, Tablets, PCs, TV-Geräte. Wie gesagt, alles, womit ihr da durch die Tür kommt. Und Haushaltsgeräte, so wie Staubsauger oder sowas. Hier Mechanik auch, Fahrräder, Uhren und Textilien. Weil wir haben auch Nähmaschine und sowas, dass wir auch sowas reparieren können. Was auch meistens immer eigentlich so ganz wenig gemacht wird. Ja, dann die Ziele. Natürlich vorwiegend von jedem Repair-Café mehr Nachhaltigkeit. Wir wollen nicht hier nur wegschmeißen. Wir wollen, dass wir den Kram reparieren, dass es hier wiederverwertet werden kann. Und dadurch, wir informieren auch, falls neue Geräte angeschafft werden müssen, dass hier worauf man achten sollte, dass man nun nicht die 2-Euro-Lampe aus China nehmen sollte, weil die eh nächste Woche schon kaputt geht. Und natürlich auch Hilfe zur Selbsthilfe. Wir sind auf einer Hightech-Werkstatt, dementsprechend sind wir sowieso dafür da. Wir wollen Leuten zeigen und denen auch helfen, wie sie sich selber helfen können, auch Sachen reparieren können. Ja, Kosten, wir machen das alles ehrenamtlich. Das heißt, wir machen einen Reparaturversuch, der komplett kostenlos ist. Ja, und dann gibt es eine nette Umgebung. Wir haben einmal Kaffee Kuchen für jeden. Also wenn ihr kommen wollt, hier könnt ihr gerne Kaffee Kuchen abgrasen. Also müsst nicht noch, nur was zum Reparieren haben. Wir suchen natürlich auch Leute, die selber reparieren wollen. Also wenn da Bedarf, Interesse besteht, könnt ihr gerne vorbeikommen. Ja, überhaupt, wie schon steht, auch ein netter Plausch und Kontakte knüpfen, was auch immer ganz interessant ist. Und allgemein mit einem guten Gefühl nach Hause gehen kann. Ja, und wann ist das? Am 7. Dezember, das ist ein Samstag, studentenfreundliche 12 bis 16 Uhr in der Maria-Göppert-Straße im Hochschulstadtteil im MFC1 im Kellergeschoss, wo Nerds nun mal sind. So, das war's schon. Und ich bin viel zu schnell. Und ich habe gedacht, ich schaff's nicht. Gib das ein. Applaus